Hallo und herzlich willkommen zurück zu Advance Wars 1. Und wir sind erstmal auf ein komplett neues Gebiet und haben zudem einen neuen Gegner. Ganz rechts steht Kan Bei und was der drauf und was der jetzt zu sagen hat, das erfahrt ihr jetzt. Wieder diese Plagegeister, das Sternkorps von Orangen Star. Ihr eigenes Land reicht ihnen nicht, jetzt wollen sie meines stehlen. Niemals, das lasse ich niemals zu. Kan Bais königliche Streitkräfte werden euch zurückdrängen. So, was sagt er? Nee, ich weiß nicht, was los ist, aber ich gebe mein Bestes, das ist gut. Mist, ich hatte nicht vor, Yellow Comet zu begegnen. Was soll's? Vernünftige Verhandlungen könnten, na dafür ist es wohl schon zu spät. Ja. Einen von den drei nehmen wir. Gegen den guten Kan Bai. Und wer wird sein? Mit Tami habe ich das Kommando. Das wird schwer. Mission 9. Kan Bais Aufmarsch. Oh nein. Ich wollte mich an Yellow Comet vorbeimogeln, aber Kan Bais königliche Streitkräfte haben uns noch vor der Grenze entdeckt. Kan Bais königliche Streitkräfte? Ja, sie sollten die besttrainierte Truppe der Gegend sein. Oh ja. Die Ausrüstungskosten und der hohe Sold erschweren sicher ihren Einsatz. Die besttrainierten Truppen? Was? Mensch, Tami, du hast immer den ganzen Spaß. Darf ich nicht gehen? Ich fürchte, so spaßig wird das alles nicht werden, Andy. Bereit, Chris? Wir sollten uns an die Arbeit machen. Ja, und die Map ist eigentlich doch einfacher, aber mit Tami wird es richtig scheiße. Richtig schwer. Ich habe es mir nicht ausgesucht. So, unser Gegner besitzt 2 Raketenwerfer, 5 Jagdpanzer, 2 KPZ, eine Artillerie, 2 Infanteristen und 2 Mech-Einheiten. Unser Gegen haben wir 2 KPZ, 2 Jagdpanzer, 2 Raketenwerfer, eine Artillerie, 1 TTP, 2 Infanteristen und auch 2 Mech-Einheiten besitzen wir. Aber das war's eigentlich schon. Eigentlich nichts, was dabei sein. Und jetzt greifen wir sofort den KPZ mit den Jagdpanzer. Ah. Ruhig, Christopher. Ganz ruhig. So. Den Raketenwerfer. Und zerstöre ihn erst einmal. Es ist ganz lustig. Es wird ihn freuen. Und deswegen machen wir das ja auch. Gut. Man sieht, die Raketenwerfer sehen anders aus. Jedes Land hat andere Einheiten. Und das ist wirklich interessant. Weil wirklich jede Einheit, die es hier in Advance Wars gibt, sieht anders aus. Und das ist wirklich das Interessante dran. Und das finde ich echt spannend schon, richtig am Spiel. Das ist für mich eigentlich schon der Hauptgrund. Wie gesagt, das Spiel fand ich einfach nur geil. So beenden wir den Zug. Und sehen, was Kan Bai macht. War zu erwarten. Man sieht, seine Stärke ist derbe. Aber man muss auch bedenken, Tami ist kein guter... Ja, wie soll man sagen? Kein guter Offensivkämpfer. Das ist wirklich das Problem und wahrscheinlich verlieren wir dadurch auch unsere Jagdpanzer. Oh, er wagt sogar noch meinen mein KPZ anzugreifen. Das ist mir neu. Aber gut, wir spielen mit Tami. Aber ich bin trotzdem sehr überzeugt, dass wir es trotz allem dem schaffen. Das ist doch mal was. Was machen wir denn jetzt? 58 ziehen. Immer das meiste. Wir müssen auf jeden Fall auf die KPZ-Panzer aufpassen. Die haben es in sich. Die sind nämlich nicht von schlechten Eltern. 52, ja, der war mir jetzt ein bisschen gefährlich. Also was wir machen sollten, ist wirklich mit dem KPZ hier hin. Und abwarten.
Charaktere, es klärt sich. Handballstrecke sind wahre Stärke und sonst was, ich hab's nicht gelesen, weil es zu schnell war. Seine Gabe ist moralmobil. Und dazu kommen wir jetzt gleich, was diese Gabe kann. Man kann es vielleicht schon sehen, was diese Gabe drauf hat. So, wir sind dran. Dann machen wir Status. Nein, guck mal, dann wollte ich. Kann bei, stark in Offensive und Defensive. Einsatzkosten sind sehr hoch. Moralmobilkabe erhöht Feuerkraft und Defensivstärke aller Einheiten. Bezeichnet sich selbst als modernen Samurai. Fein, Sonja, nein, Computer. Zeig mir den Krieger in dir. Ist sein Motto. Der Sonja, es wird noch später bekannt. Kanbei ist eigentlich einer der stärksten Kommandanten dieses Spiels. Und das ist wirklich so. So, die KPZ sind für uns das Gefährlichste. Die müssen weg. Wir greifen jetzt aber nicht offensiv an. Das ist nämlich ein sehr dummer Fehler. Wir lassen ihn kommen. Das ist die momentan einzigste Variante, um hier ein bisschen unbeschadet rauszukommen. Wie gesagt, wir haben jetzt schon ein KPZ auf 3. Beenden den Zug. Wir gehen noch nicht auf Gabe. Wie gesagt, die Gabe bringt uns herzlich wenig. Aber wir setzen sie ein. Doppeldistanz. Die bringt eigentlich nur was, wenn wir mit unseren Einheiten in Transportbereitschaft gehen. Sonst nicht. So, die Artillerie nervt. Und die wollen wir loswerden. Und die werden wir auch los, weil er ein bisschen dümmlich ist und seine Artillerie genauso scheiße gestellt hat, dass wir sie perfekt angreifen können. So, wir schauen jetzt den KPZ hier noch und den Jagdpanzer, sorry. So, und jetzt hatte ich vor, den Dreier KPZ zu zerstören. Wie gesagt, jetzt hat er nur noch ein KPZ und jetzt sehen unsere Chancen eigentlich schon perfekt aus. Er traut sich nicht mit seinen Jagdpanzern anzugreifen. Das ist eigentlich schon für uns der ultimative Sieg. Na, greifen wir das an. Ich kann mich nicht so entscheiden. Das ist schwierig. Ich bin einer, der kann sich sehr schlecht entscheiden. Dazu nur mal so viel. Mir gefällt der KPZ nicht. Er hat nur noch 2. Das ist heftig. Sehr heftig. Jetzt greifen wir auch offensiv an. Wir zerstören den KPZ. Den brauchst du nämlich nicht mehr. Ich könnte eigentlich sagen, wir haben jetzt gewonnen. Ganz ehrlich, Kollegen, Leute, wir haben gewonnen. Gut, mit Tami hätte ich das jetzt nicht gedacht. Gut, er schickt seine Infanteristen vor. Wir haben es nämlich auch drauf. Aber gegen Artillerie und Raketenwerfer hat eigentlich gar keiner eine Chance. Gut, das ärgert mich ein bisschen. Die Mecha-Einheiten sehen doch auch cool aus, ne? So, der Jagdpanzer. Großen ganzen Wassers. Jetzt hat er nur noch Fußsoldaten und die haben wir in Windeseile zerstört. Überhaupt kein Problem.
wollte wahrscheinlich mein Hauptquartier einnehmen, aber das ist eine der schwachsinnigsten Ideen, die man je haben kann. Tja, was soll man jetzt sagen, Leute? Ich hab keine Ahnung. Gut. Wir können jetzt eigentlich nur noch warten, bis seine Einheiten komplett zerstört sind. Und dann war's das. Keine Angst, so einfache Mission wird es natürlich nicht mehr geben. Besonders die nächste wird super schlimm. Aber dazu werden wir das höchstwahrscheinlich, ja nicht höchstwahrscheinlich, sondern werden wir erst im nächsten Part sehen. Ich sag's jetzt schon. So, jetzt können wir lesen. Grotesk. So viele königliche Streitkräfte in so kurzer Zeit besiegt. Rückzug. Puh, Kanbei ist stark wie eh und je. Aber wir haben ihn mit Raketenwerfern in die Flucht geschlagen. Unser Tempo ist nämlich scheiße. Das liegt daran, weil wir unsere Jagdpanzer verloren haben. Hey, Gesamt. Und ein Rang hoch. Wir sind jetzt Rubinmaus. Was für eine Scheiße. Okay, bestimmte Daten überschreiben. Das seht ihr eigentlich nie, was die dann machen würde. Aber das ist auch gut so. So, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, bis dann. Ciao.